So. Dann haben wir jetzt noch dieses Event hier, die Panzermünze testen. Was machen wir? Power-Münzen sind mächtige Pflanzen, die du bei Battles erhalten kannst. Sie verleihen den Pflanzen aus ihrer Familie einen enormen Bonus. Zur Familie der Panzermünze gehören verschiedene Kanonen und Katapultpflanzen. Okay. Polarpulte und Cornerpulte. Ein Millionerpult. Ja, aber ist das aber blöd, ich jetzt hier irgendwo setzen sollen. Ah, die Powermünze. Nehmen wir uns auf, bis es knapp wird. Bin ja mal gespannt, ob es mal knapp wird. Denn ich finde, das sind eine der geilsten Pflanzen eigentlich, die es gibt. Die Katapultpflanzen. Es wird langsam tatsächlich ein bisschen knapp. Ach komm, machen wir mal. Dann machen wir mal das hier. Und jetzt das hier. Ein Cola-Pult, Melonenpult meine ich. Hier ist das Cola-Pult. So, geschafft. Mission erfüllt. Da kriegen wir zwei Münzbonbons und haben eine neue, die hochgestufte Panzermünze. Die testen wir auch gleich. Bei Battles kannst du Minzbonbons verdienen, mit denen du deine Powerminzen hochstufen kannst. Hochgestufte Powerminzen halten länger, haben mächtigere Effekte und können öfter gepflanzt werden. Sie zu Oh, da haben wir sie schon, Level 10. Eisbecksalat, den nehmen wir jetzt mal auf. Mein Eisbecksalat. Mist, der wird nicht erkannt. Oh, was haben wir denn hier? So.
So, die zweite Powermünze. Ein Bananenwerfer, der gefällt mir. Noch ein Bananenwerfer. Lassen wir die immer wieder. Ist zu langsam. Okay. Fertig. Drei Minzbonbons, juhu! So, da haben wir jetzt alles fertig. Ja, gut. Passt weiter. Dann sehen wir jetzt nochmal kurz in den Zen-Garten. Gut, das scheint alles gut zu sein. Dann gehen wir in den Shop. Wir haben die 4000 Münzen. Wir können uns jetzt das Kostüm kaufen. Hier, für den Blitzschilf. Kaufen. Danke. Hehe. Das sehe ich mir gleich mal an. Sehen wir uns gleich mal an. Im Lexikon. Blitzschilf. Hier. Ein Partyhut. Nichts oder der Partyhut. Cool. Gefällt mir. Ach, das ist auch der Partyhut. Dann spielen wir jetzt eine... Nein, Moment mal. Bevor wir jetzt Battles spielen, würde ich gerne kurz den Erfolg ansehen wollen, den wir hatten. Da wäre so ein... Was war das? Das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Meuterei. Zerstöre einen Zombie-Piraten-Kapitän, bevor sein Papagei fliegen kann. Hoho! Cool. Na gut. So, und jetzt eine Partie Battles. Turnier beendet. Ich bin Holztiger. Platz 5 habe ich wieder erreicht. 350 Münzen, 35 Juwelen und 6 Münzbonbons. Okay. Machen wir unser Gratisspiel. Noch 7 Tage. Also es hat gerade erst angefangen, das Turnier sozusagen. Oh, dann werde ich aber nicht weit kommen in diesem Turnier. So, was sind hier? Der Zeitungs, normaler Pylon, Eimer-Zombie. Der einfrieren kann, der mit einer Fackel und der Surfer-Zombie. Oh, und ich habe die Fluchtwurzel. Das ist ja saublöd. Okay, dann hole ich mir mal. Für die Sonnen hole ich mir die Ich kriege keine Sonnen? Moment mal. Okay, also diese Sonnenpilze sind alles, was ich an Sonnen kriege. Ich sollte sie mir aufheben. Dann würde ich sagen... Als normales würde ich sagen, das Cornerpult. Dann kommt noch... Als starkes nehme ich das Paprikatapult. Nein, nein, nehme ich nicht. Ich nehme als starkes nämlich die Kokosnusskanone mit. Das wird geil. Oder? Nein, das Melonapult. Zum Einfrieren für die Fackel. Dann nehme ich natürlich die Hochwalnuss mit. Das Stachelkraut würde ich gerne mitnehmen. Und dann noch... So, die heiße Kartoffel nehme ich noch mit. Was ist die heiße Kartoffel? Hä, wo ist die heiße Kartoffel?
Bin ich blöd? Ich finde die heiße Kartoffel nicht. Okay, vielleicht darf man die hier nicht benutzen. Na, dann nehme ich das die Kirschbombe mit. Los geht's. Ich hoffe, das funktioniert so. So, ich fange gleich mal an mit dem Cornerpult. Ich setze es hier. Ach, Moment mal. Die Fluchtwurzel darf ich anscheinend so setzen. Dann setze ich hier die Cornerpulte her. Nehmen wir mal. Ich mach gleich auf Los geht's. Ich hoffe, das passt so. So, ich spare ein bisschen. Oh. Na? Okay. Du kommst hierher. Du kommst da mal hierher. Und jetzt brauche ich dringend Sonne, damit ich die hier austauschen kann. Fangen wir mal hier an. Eventuell brauche ich gleich eine Kirschbombe. Nein! Lässt mir meine Sonne nicht zusammen. Nein, 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 das ist gar nicht. Ich habe es gerade gesehen. Zeit ist gleich aus, deswegen Mist. Ich habe gewonnen. Oh, cool. Die hat die ganzen Erbsen mitgenommen. Erbsenknolle, Duplinator, Triplinator, Knallerbse, Erbsenhülse. Ein Erbsenliebhaber. Gefällt mir. So, was ist da drin? 10 Samenpäckchen für die Fluchtwurzel. Und das war's. Schließen. Beim nächsten Mal kriegen wir 1000 Münzen. Cool, gefällt mir. Was kriegt man eigentlich, wenn man da weitergeht? Kann man das so ansehen? Nein. Wahrscheinlich fängt das dann wieder von vorne an. Oder Moment mal. Das ist für 2, 3, 4. Eins ist schon gar nicht mehr weg, das heißt, es geht einfach so weiter und weiter. Cool. So, wir sind jetzt auf Platz 3, aber das werden wir nicht bleiben. Beim nächsten Mal sind wir also wieder in der Holzliga. Na gut. Mission erfüllt. Gewinne eine Partie Battles. Weiter. So, und jetzt? Aber weißt du was, ich mache das vom Zengarten aus. Erstmal den Zengarten sehen. Das ist bestimmt die Biene. Ja, die Biene ist wieder bereit. So, und jetzt. Nicht Lexikon. Shop wollte ich eigentlich. Oder doch Lexikon? Ja, doch, vom Lexikon aus mache ich das. So, wir haben nämlich genügend Juwelen, um uns etwas zu kaufen. Und dann kaufe ich uns die Lava-Guabe, weil wir da bereits ein neues Level haben. So, kaufen. Danke für den Kauf von Lava-Guabe. Mit Edelsteinen gekaufte Pflanzen werden nicht mit allen Profilen geteilt. Schade. Lava-Guaben brechen aus und hinterlassen eine Lava-Pfütze, an der Zombies sich verbrennen. Aha. Sonnenkosten 75, Aufladedauer 15 Sekunden, Schaden 200, Reichweite Berührung. Nutzung einfache Verwendung bei Kontakt. Besonderheit bricht aus und beschädigt Zombies in der Nähe. Besonderheit verursacht eine Pfütze brennender Lava auf ihrem Feld. Die Lava-Guave kann ihre Wut kaum unterdrücken. Sie versucht es. Wirklich. Aber eines Tages wird ein Zombie sie zur Eruption bringen.
Und dann kann sie für nichts garantieren. Gut, wir können sie leider nicht upgraden, aber egal. Den möchte ich mal mitnehmen. Möchte ich mal probieren. So, und jetzt machen wir bei unserem Abenteuer weiter. Wir waren bei den Frostbeulenhöhlen. So, was nehmen wir? Wir nehmen die Doppelsonnenblume mit. Dann nehmen wir noch das Cornerpult mit. Das Paprika... Da war die Eisekartoffel. Die konnten wir vorhin anscheinend wirklich nicht nehmen. Das Paprikatapult nehmen wir mit. Dann noch die Hochwalnuss. Haben wir eigentlich schon Pflanzen hier? Mangold. Mangler haben wir bereits hier. Ja, egal. Stachelkraut ist besonders, aber wir haben schon die Doppelsonne, die besonders ist. Deswegen nehme ich den Stachelkraut diesmal mit. Und irgendwas fehlt. Ah, genau. Die Pflanze, die da vorhin kommt. Damit nehmen wir das Drachenmäulchen mit. Moment mal, die Hochwalnuss ist aber auch besonders, sehe ich gerade. Dann nehme ich die Walnuss mit. Diesmal. Genau, dann das Stachelkraut. Und jetzt soll ich die heiße Kartoffel mitnehmen? Ja, komm, nehmen wir die heiße Kartoffel mit. Los geht's. So. Da können keine Zombies hinkommen. Das finde ich cool. Eigentlich brauche ich hier immer nur eine... Oder ich mache mal zwei. So, heiße Kartoffel, du machst mal das hier. Und dann kommt hier eine Walnuss hin. Und noch hier das und das. Und dann machen wir mal kurz... dann setzen wir hier eine Doppelsonnenblume. Ich werde nur die beiden setzen und immer wieder abwechseln. Heiße Kartoffel kann hierher. Nein, halt. Erstmal mache ich jetzt überall diese die hin. So, das ist. Da habe ich jetzt ein Problem. Da oben. Guck mal, das Paprikatapult ist auch verbessert. Das habe ich nicht mitbekommen. So, was machen wir noch? Wir machen hier, ist schon, da ist schon wieder was eingefroren. Und hier ein paar Paprikatapulten. Dann machen wir hier nochmal die Sonne weg. Wir könnten da jetzt schon mal überall Stachelkraut pflanzen. Okay, das sind jetzt die, die schieben. Das ist nicht sehr gut. Machen wir mal folgendermaßen. Zack. So, dann Drachenmäulchen. Holen wir auch mal mit. Auch hier kommt ein Drachenmäulchen. Hier kommt noch ein Cornerpult hin, hier ein Drachenmäulchen. Aber warte mal, das ist eh schon der letzte Zombie, kann das sein? Cool. Erfolg freigeschaltet. Eisblockade. Den sehen wir uns gleich an. So,
Die Piñata. 100 Münzen. 4 Samenpäckchen für die Zwirbel. 4 Samenpäckchen für das Paprikatapult. Und das war's. Werbung weg.